Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um ein neues Funkmikrofon, was ich mir in den letzten Tagen zugelegt habe. Man sieht es hier schon. Ich habe es am Revers. Ich nehme aktuell mit zwei Kameras auf. Einmal mit dem Standardmikrofon, was in einer Kamera verbaut ist. Und einmal jetzt mit dem Funkmikrofon. Das ist das Boya BY-WM6. Und es hat bei Amazon 179 Euro gekostet, war ganz gut bewertet. Ich habe es jetzt mal ausprobiert. Es sind jetzt somit die ersten Tonaufnahmen, die ich mit dem Mikrofon mache. Wenn man das Mikrofon auspackt, kommt es in so einem schicken Case. Und das ist so ganz praktisch. Und ich will in diesem Video auf die Tonqualität und die Bedienbarkeit eingehen. Fangen wir mal mit der Bedienbarkeit an. Relativ simpel. Der Empfänger und das Funkteil brauchen jeweils zwei Batterien in der Größe AA. Das ist relativ einfach zu montieren. Steckt man rein. Dann sind noch zwei Kabel dabei. Nämlich das eine ist für das Mikrofon, um es mit dem Sender zu verbinden, und natürlich dann der Empfänger, den man sehr elegant auf den Zubehörschuh montieren kann einer Kamera, und verbindet dann Kamera und Empfänger. Dann kann man noch verschiedene Kanäle einstellen. Es muss natürlich auf den gleichen Kanal eingestellt sein, damit Sender und Empfänger zusammenarbeiten können. Ja, die Montage ist relativ simpel, brauchen auch keine Bedienungsanleitung. Ich bin natürlich auch mal mit den Mikrofonen dann rausgegangen in die Natur, und dazu habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht, und die sehen wir uns jetzt mal an. Hallo und herzlich willkommen. Das ist der nächste Teil meines Testes, um dieses Ansteckmikrofon hier zu testen. Ich stehe draußen in der freien Natur, habe mir eine Wiese ausgesucht, um einfach mal Umgebungsgeräusche zu testen, werden die aufgenommen auf dem Mikrofon, wie deutlich ist ein Rauschen zu hören, Wind, Autos oder andere Geräusche, die sich in der Natur so abspielen. Wind ist heute keine, es ist absolute Windstille, ist kein Problem. Damit ich aber trotzdem Störgeräusche habe, habe ich mich dazu entschieden, meine Drohne gleich mal fliegen zu lassen. Und da kommen ja genug Geräusche von der Drohne allein. Und wie stark ist dann Sprache und Drohne? Wie wird das überlagert? Gibt es Überlagerungen? Ist die Sprache weiterhin deutlich? Weil das hier das Ziel von so einem Aufsteckmikrofon, dass ich hier einfach eine deutliche Sprache aufnehmen kann. Was habe ich noch vor? Ja, ich werde dann natürlich auch mal testen, diese beschriebenen 60 Meter Entfernung, die dieser Funkempfänger angeblich leisten kann, ob das in der Realität wirklich so ist. Deswegen stehe ich auch hier draußen, weil hier sind nämlich keine Hindernisse. Also die Ausrede gibt es da nicht, dass der Empfänger irgendwie gestört wurde. Ja, am besten ich starte gleich mal los. Ich werde meine Drohne jetzt soweit vorbereiten, dass sie gleich starten kann. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und ihr werdet davon hören. Bis gleich. So, jetzt ist die Drohne genau. Ich muss aufpassen, dass ich hier das Mikrofon nicht mit dem Kabel störend in Verbindung bringe. Ja, die Drohne ist genau über mir bzw. vor mir, ganz nahe Entfernung. Und ich höre sie sehr deutlich. Ich schreie jetzt, glaube ich, auch ein bisschen. Das macht man automatisch. Ja, wir drehen mal die Drohne um. Dann kann die mich nämlich auch gleichzeitig filmen. So. Okay, ja. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das dann nachher auf der Aufnahme tatsächlich anhören wird. So, jetzt lasse ich mal die Drohne ein bisschen steigen, dass die hier nicht so im Vordergrund steht mehr.
So. Die Drohne hat jetzt eine Höhe von 6,4 Meter, wird mir angezeigt. Ja, ich kann wieder ganz normal sprechen. Der Geräuschpegel hat er das angenommen, abgenommen. Alles soweit gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier das Mikrofon nicht mit dem Halteband ständig in Kontakt bringe. Deswegen ziehe ich mal die Fernbedienung hier aus. Ich möchte gerne den Entfernungstest nochmal wiederholen. Und zwar jetzt mal ohne Drohne, die ist nämlich sicher gelandet in der Zwischenzeit. Man weiß ja nicht, wie stark so eine Fernbedienung Auswirkungen auf die Funkfrequenzen von dieser Sendeempfängervorrichtung des Mikrofons haben. Deswegen jetzt mal ganz ohne Störgeräusche und störende Sender. Ich gehe einfach mal ein paar Meter zurück. Bin jetzt ungefähr so bei 5 Meter. 8 Meter, jetzt komme ich so an ungefähr 10 Meter, stehe ich jetzt von der Kamera entfernt, also auch von dem Sender natürlich, der Sender ist auf der Kamera montiert. Ich drehe mich einmal im Kreis, um zu sehen, kommt es dadurch zu störenden Aussetzern auf der Tonspur. Ich entferne mich weiter. Jetzt bin ich ungefähr bei 15 Meter. Ob ich überhaupt noch im Bild zu sehen bin, schauen wir mal. Auch hier kann ich mich drehen. Ich rede noch mal dabei, ob irgendwas den Empfangsqualität stört. Und ich gehe weiter und jetzt bin ich ungefähr so bei 20 Meter, 22 Meter angelangt. Und ich würde mal sagen, das ist auch wirklich das Maximale an Entfernung, die man im realistischen Leben filmt. Weil ich bin ja jetzt, glaube ich, schon gar nicht mehr im Bild zu sehen. Und deswegen kann ich, glaube ich, einfach an dieser Stelle den Test abbrechen. Ob man wirklich 60 Meter Distanz benötigt, keine Ahnung. Also ich für meinen Bereich zum Beispiel nicht. Ich mache keine Konzerte oder sonstigen Aufnahmen, wo das vielleicht notwendig ist. Ja. Ich mache das hier in meiner Freizeit und da habe ich nicht solche hohen Ansprüche. Wichtig ist für mich, dass ich aber bei 10, 15, 20 Metern immer noch ein sauberes Tonsignal bekomme, was ich dann auf der Tonspur höre, ohne dass es knarzt, knackt oder sonstige Sachen in irgendeiner Form mich stören. Ja, dann komme ich zum letzten Teil meines Testes. Wie reagiert das Mikrofon auf Stille, wenn nämlich mal nichts passiert? Kurzer Hintergrund dazu. Ich habe die Kamera, mit der ich filme, das ist eine Sony RX10 Mark III, habe ich den Tonpegel manuell auf 23 reduziert, habe das vorher mal ein bisschen getestet. Wenn ich das auf 26 lasse, ist es einfach übersteuert und 23 ist so ein ganz guter Kompromiss. Da kann man auch mal lauter reden, ohne dass es gleich verzerrt. Es gibt aber auch Mikrofone, die bei Stille auf einmal das Gefühl haben, sie müssten das hochpegeln und dann fängt es an extrem zu rauschen. Und das ist natürlich sehr unangenehm, weil wenn man mal vielleicht 5 Sekunden nichts sagt und auf einmal habe ich extreme Rauschgeräusche auf der Aufnahme, das ist halt mehr als störend. Deswegen werde ich jetzt einfach mal nichts sagen. Okay, das müsste ausreichen. Ich bin gespannt, ob irgendwas passiert ist auf der Tonspur. Ja, es ist kalt geworden. Ich stehe jetzt wirklich seit einer guten Dreiviertelstunde hier draußen. Ja. Die Finger sind kalt, das heißt, ich würde jetzt nach Hause fahren, würde meine Testergebnisse mal zusammensuchen und dann das Video schneiden und mich beim heißen Tee oder Kaffee einfach mal wieder aufwärmen. Ich bin selbst gespannt auf die Aufnahmen, also bis gleich zu meinem Fazit. Kommen wir nun zum Fazit. Das Funkmikrofon lässt sich unheimlich gut bedienen. Es ist praktisch, es ist klein, handlich, es lässt sich sehr gut an die Kamera dran schrauben. Dort hält es auch sehr gut. Der Batterieverbrauch ist sehr gering, was ich mitbekommen habe. Ich habe jetzt das Mikrofon ungefähr so 5-6 Stunden getestet und die Batterien waren noch nicht leer. Das Handling ist super, die Verpackung passt. Alles ist wirklich auf den einfachen Gebrauch ausgelegt. Und das macht einfach Spaß. Ich finde den Preis mit 179 Euro, derzeit bei Amazon,
auch gerechtfertigt, weil man bekommt eine gute Ausstattung geliefert. Und wenn man das mit anderen Funkmikrofonen vergleicht, dann ist das ein sehr guter Einstiegspreis. Die Sprachqualität finde ich außerordentlich gut. Die Stimme klingt voll und satt. Externe Störgeräusche, zum Beispiel von der Drohne, wurden sehr gut von dem Mikrofon rausgefiltert. Und das Zusammenspiel zwischen Störgeräusch und Sprache hat sehr gut funktioniert. Da war ich wirklich richtig begeistert. Sollten Situationen entstehen, wo das Mikrofon übersteuert, kann man durch die Einstellmöglichkeiten am Sender und Empfänger das wunderbar wieder in den Griff bekommen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das waren jetzt die wirklich sehr positiven Aspekte dieses Mikrofons. Kommen wir jetzt zu der negativen Seite. Die gibt es leider auch. Die Funkstrecke funktioniert leider nur bedingt. Und von den 100 Metern, die in der Werbung bzw. Gebrauchsanweisung stehen, sind wir wirklich weit entfernt. Der Test hat schon gezeigt, bei 20 Meter gibt es Störgeräusche, obwohl hier kein Hindernis im Weg war. Leider sind die Störgeräusche in letzter Zeit häufiger aufgetreten, auch insbesondere dann, wenn der Sender auf kurzer Entfernung in eine Hosentasche getragen wurde und kein direkter Blickkontakt bestand. Ich weiß nicht, ob es ein technischer Defekt ist oder nicht. Ich habe es auf jeden Fall wieder zurückgegeben, das Mikrofon, und Amazon hat es mir ohne Wenn und Aber den vollen Kaufpreis wieder erstattet. Vielen Dank dafür. Mein Fazit ist somit zwiegespalten, von der Qualität, Handhabung top, leider hat die Funkstrecke nicht funktioniert, deswegen haben wir uns wieder getrennt voneinander. So, das war mein ausgiebiger Test, ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Mikrofon haltet, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal, tschüss!